Du sollst nicht immer so von rechts ins Bild reinwandern. Das ist nicht gut. Und du da hinten, na? Ihr guckt mich. Der, also wirklich, der versteckt sich einfach im Ofen. Oh, ja, hallo, Entschuldigung. Ja, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wo, ach, jetzt guckst du, ne? Die ganze Zeit versteckst du dich da. Einfach den Kopf im Ofen, drehst dich von mir weg, weil ich mal mit dir reden möchte und tue. Und ihr beide, ihr tut's einfach immer so, als wenn ihr nichts, kein Wässerchen drüben könntet, ne? Ja, Und du mit deinem schwarzen Halsband, naja, ich weiß nicht. Alle haben Rot, nur du nicht. Du bist der Einzigste mit einem Schwarzen. Und das auch nur, weil ich dich aus Versehen eingefärbt habe. So. Es gibt, glaube ich, ein paar. Da, genau, halt. Da müssen wir nochmal an. Das und ich muss das einfach mal kurz mitnehmen, weil ich, wisst ihr was? Wir haben ja Ofen hier, ne? So, und dann tun wir das nämlich einfach mal dahin. Nein, und dich tun wir mal. Boah, wahrscheinlich zu viel. So, ich muss mal kurz vor die Haustür gehen und schauen, wie viel Uhr es ist. Es ist fast, na, es ist ein bisschen mehr als Mittag. So. Es gibt nämlich etwas, ja, es gibt etwas Neues. Ich habe ein bisschen gebaut. Ein bisschen gebaut in der Abwesenheit von euch lieben Zuschauern. Ist aber nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Nee, nee, ist nicht schlimm. War eigentlich nur wieder diese Strip-Mining-Geschichte. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Material gesammelt. Und ja, weil ich eben dabei war, habe ich so eine kleine Idee gehabt und die wollte ich verwirklichen. Ich mag diesen Brunnen. Dieser Brunnen ist einfach schön. Ich mag diesen Brunnen. Ja. Ich habe gemacht, hier einmal den Weg ein bisschen verlängert. Und zwar bis ins Wasser hinein. Und dann habe ich hier so ein komisches Ding da stehen. Also, ich habe mir vorgenommen, hier ist es schon aufgefüllt. Ich möchte gerne das Ding hier, dieses Becken, eigentlich etwas verkleinern. Das heißt, hier vorne, da wo jetzt dieser Cursor ist, dieses Kreuz, da an dieser Linie, so bis dahin, wird alles hier mit Erde aufgefüllt, außer das, das soll ein See sein, den lasse ich einfach mal drin. Den muss ich noch ein bisschen verschönern, glaube ich. So, ja, die Linie ein bisschen anders machen, aber das ist alles noch, ja, noch im Vorfeld. So, das fülle ich alles auf mit Erde und da tun wir noch ein paar Häuschen drauf und so ein Kram. Dann ist dieses Ding nämlich auch angeschlossen sozusagen. So, und ich habe das hier schon mal halt bis hierhin fortgeführt, sodass dann quasi hier auch dann Ende ist. So, was ist aber das Ding jetzt hier? Dieses Ding ist ein Weg zur Mine. Welche Mine? Ja, welche Mine? Ihr erinnert euch, dass hier hinten irgendwo dieser Eingang ist zur Strip Mine, also Strip Mine, dieser, ne, wo man eben, ja, immer geradeaus, ne? So, und ich finde den Weg mittlerweile, ehrlich gesagt, schon fast nicht mehr. Und da ich das ja sowieso alles hier oben mehr oder weniger mit Häusern oder was auch immer auffüllen möchte, hat es sich so ergeben, dass ich eben gesagt habe, okay, ich brauche einen Weg zu dieser Mine, den ich einfach finde und nicht so kompliziert mache oder wie auch immer, sondern wo ich einfach nur ja hin und da, ne? So, und
Das ist dann sozusagen mein Zugang. Da soll natürlich noch ein Haus drauf. Das ist ganz klar. So bleibt das nicht. Ja, das ist jetzt nur, das war so der Stand, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und dann war's das. So. Und was ist das Ganze? Das ist natürlich noch nicht fertig. Das ist ganz klar. Da hier sieht man, da ist noch Erde drin als Boden und so. Das soll natürlich alles dann aus, ja, verschiedenen Materialien sein. Aber letztendlich ist das hier nichts anderes als ein Treppenhaus. Und dieses Treppenhaus führt uns straight nach unten. Einfach immer nur nach unten. Es dauert noch ein bisschen. So, wir werden dieses Treppenhaus ja sowieso relativ selten eigentlich sehen. Ich zeige es jetzt halt nur, damit ihr auch wisst. Was habe ich so gemacht, als ich hier alleine war? So, ihr seht, das Ding ist verdammt tief. So, hier habe ich ein bisschen rausgeholt. Ja, ich habe hier noch ein bisschen auch rausgearbeitet. Habe hier ein paar Bäume gepflanzt, weil ich Holz brauchte. So, und dann habe ich eben hier, ja, hier, Mine. Da ist eine Tür. Ja, da geht's. Da geht's wohin? Das sage ich jetzt aber nicht. Das ist eigentlich erstmal ziemlich uninteressant. So, und ich gebe mal ein bisschen Gas, sonst kommen wir hier nicht zu Potte. So, hier ist also Ende. Und was hier hinter ist, ja, das wollt ihr eigentlich nicht wissen. So, hier habe ich noch ein bisschen länger gemacht, habe natürlich wieder jede Menge Rohstoffe gefunden. Die zeige ich auch nachher, aber hier habe ich was anderes gefunden, als ich hier durch bin. Und zwar habe ich hier gefunden, haha, einen Spawner. Und ja, hier gibt es ein paar nette Sachen, die man so mal mitnehmen kann. Das machen wir einfach mal so. Nehmen wir mal den ganzen Krempel hier mit. Und habe ich eine Axt? Nein. Okay, dann schlage ich das mit einem Bündel Weizen einfach klein. So, und das auch. So, das ist wieder ein Zombie-Spawner. Eigentlich ist das ziemlich deprimierend, dass ich hier nur Zombie-Spawner habe. So, hier oben ist nichts mehr. Da habe ich alles geplündert, was zu plündern war. Bis auf das Stück Kohle da. Das habe ich gerade auch eben gesehen. Das lasse ich jetzt aber da. Hier ist auch nichts mehr. Hier habe ich auch alles geplündert, was zu plündern war. Das heißt, eigentlich könnte man diesen Bereich hier zumachen. Ich lasse ihn aber mal auf. So, da hinten ist nichts mehr. Die Seite kennen wir schon. Da haben wir zusammengearbeitet. Und ja, hier geht's eigentlich auch nur da noch ein bisschen weiter. Oder? Geht's da weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Quark. Nein, 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 nein. Es ging nur oben weiter. So. Ich hatte nur oben noch ein bisschen ausgebaut. Hier habe ich eine Kiste, da ist nichts drin. Da tun wir. Halt, warte, 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 warte. Warte, warte. So. So und. Ach, das geht nicht, weil natürlich. Natürlich. Dann hau ich dich mit der anderen Kiste klein. Moment, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ach, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Okay, zack und zack. So ist mir die Sache dann rechter. So, voll das Ding mit Cobblestone. Voll das Ding mit Cobblestone. Voll das Ding mit Cobblestone. Andere Sachen. So, und das heißt, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Da ist nichts mehr drin. Da ist sowieso nichts drin. So, das ist der alte Kram. Das Ding ist der Knaller. Das sage ich euch. Da musste ich. Also, ich habe ja hier noch ein bisschen rumgebastelt. So, ne? Weil ich wollte das ja hier sozusagen alles aushöhlen. Vielleicht mache ich hier mal irgendwie so einen Raum hin oder was. Keine Ahnung. Irgendwas mal sehen. So, und mir kam hier ständig die Lava runter. Ich musste die dann auch ein bisschen verdrehen, verändern. Dann habe ich hier noch Wasser zusätzlich gefunden. Dann ist auch Obsidian draus geworden. Das war dann, oh, das war richtig ärgerlich, sage ich euch. Es war einfach so verdammt ärgerlich. So, hier, genau, da ist für Holz. Und das Ding habe ich hier hingestellt, weil ich es irgendwann satt war,
Die Äxte, die ich ja kontinuierlich zur Verfügung hatte. Oh, doch, hier bin ich viel weiter. Guckt euch mal an. Hier bin ich verdammt weit gekommen. Genau bis hierhin. Okay. So, bis hierhin. Ey. Hallo. Hey, kleiner Mann. Haben wir Vollmond? Ah, wir haben wieder Vollmond, ha? Deswegen turnst du hier unten rum. So, das heißt. Oh Gott, das habe ich. Oh, da muss ich hin. Irgendwann verlaufe ich mich hier. Ich habe mich auch ein paar Mal verlaufen. Okay, also. Wir werden uns zusammen hier unten wahrscheinlich so gut wie gar nicht sehen. Ja, so. Ah, ja, genau, warum ich das Ding hingestellt habe. Ich habe irgendwann die Schnauze voll gehabt, ständig nach oben zu rennen und an den Enchanting-Tisch zu gehen, um Spitzhacken, die hier eben massig draufgegangen sind, meistens natürlich nur Eisen, ist klar, die entsprechend immer wieder zu enchanten mit einfachen Dingen, also wie Haltbarkeit oder Effizienz. Ne? So, weil das sind eh nur so 1 bis 3er Sachen, also eigentlich nur 1er. Und da habe ich mir gesagt, okay, komm, jetzt opferst du mal 2 Diamanten und machst hier eben ein Tisch hin und der bleibt jetzt hier einfach mal stehen. So, den lasse ich auch tatsächlich hier stehen erstmal, weil der hier nur für mich hier unten für das Enchanten von den Spitzhacken halt ist. Ne? So, für sonst ist dieses Ding gar nichts zu gebrauchen. Und die 2 Diamanten, die waren es auch wert, ne? Weil. Wir haben jede Menge neue Diamanten gefunden und das ist dann viel besser. So, ich habe hier zum Beispiel auch ein bisschen aufgerüstet. Jetzt müssen wir wieder hoch und wir müssen sowieso hoch, weil ich eigentlich, ups, auch oben was weitermachen möchte. Was möchte ich denn oben weitermachen? Ach so, ich möchte den Brunnen weitermachen. Das zum einen. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen Material sammeln. Na komm schon. Hier müssen noch Stufen rein, weil das Gehüpfe, das nervt mich nämlich irgendwie ganz gewaltig. So, ich hoffe, dass oben jetzt hell ist. Ich hoffe, dass es oben Tag ist. Ich glaube aber. Nein, es ist Nacht. Oh. Okay. Jo, ich habe hier noch ein bisschen ausgeleuchtet für den einen oder anderen, der es nicht gesehen hat. Weil das doch recht dunkel war hier. Echt? Es war verdammt dunkel. So, der Brunnen ist der Reißer hier. Das ist so hell hier. Haha, ich habe dich gesehen. Ja, und dich habe ich auch gesehen. So, ihr könnt mich aber alle mal. Ich will euch gar nicht. Nee. So. Okay, erstmal A, ja, Mann. Dann willst du die Schlimmsten hier verschwinden, die Creeper, naja, die lungern wahrscheinlich eh gleich wieder hier vor der Haustür rum. Und, ach Gott, ich hasse diese Creeper. Ach so, genau. Und müssen wir sowieso mal hier das Material. Boah, jetzt habe ich aber hier. Ei, jetzt habe ich so viele Sattel übrig. Was mache ich damit? Oh. Noch Bücher. Noch Verzauberungsbücher. Noch 2. Flamme, uninteressant. Wasseraffinität, ja gut. Haltbarkeit, Schärfe, Rückstoß. Das ist, also das ist. Jo, für einen Bogen. Aber haben wir schon. Von daher. Wir müssen uns auch irgendwann mal eine neue Angel machen. Weil die Angeln sich ja verändert haben. So, was brauche ich? Ich möchte gerne noch ein bisschen. Ich möchte gerne und eigentlich müsste ich auch. Ja. Es gibt ein paar Sachen zu tun und ich müsste eigentlich mal da drüben hin. Ich brauche nämlich noch Farbstoff. Weil das, was ich jetzt hier habe, das ist gelb, das habe ich ja da. Und das ist rot, das haben wir auch. Und das ist orange, das. Nee, orange haben wir nicht.
Ich habe irgendwas habe ich nicht. Ich glaube Orange. Ach so, hier, doch, Violett haben wir. Ach ja, genau. Und zwar Knochenmehl. Das habe ich nämlich. Oh Gott, ich habe hier kein Ding. Das sollte ich eigentlich auch mal ans hinstellen. Das habe ich nämlich verpasst mit Knochenmehl. Ich dachte, das wäre Knochenmehl. Es ist kein Knochenmehl. Geht das jetzt schon wieder los? Oder habe ich jetzt gerade Mist gebaut? Ich glaube, ich habe gerade ganz gehörig viel Mist gebaut. Ich hätte nicht Lehmziegel machen sollen, sondern... Verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Jetzt glaube ich, habe ich mich ganz... Oh, nein. Ich habe den falschen. Ach oh Gott, ich glaube es nicht. Ich habe den Fall. Oh. Ich habe den. Aber der ist doch normalerweise zum Brennen. Wieso? Habe ich mich jetzt wirklich so vertan? Ja, jetzt habe ich Ziegelsteine gemacht. Oh Mann! Ich habe Ziegelsteine gemacht. Oh Gott, ich brauche keine Ziegelsteine. Ich brauche Ziegel. Oh, okay. Ja. Was denn für eins? Okay, Waschhaltbarkeit und. Okay. Folgendes. Wir. Ach toll, ich brauche einen Sattel. Ich habe gar keine. Nein, sowas habe ich nicht. Okay. Wir. Ach, es ist schon Mittag, ey. Verdammt. Eigentlich schon wieder viel zu spät. Ich brauche neuen Lehm. Sowas wie da. Da hinten auch, da auch. Da auch. Okay, da hinten auch. Okay, also. Mein Pferdchen. Du. Na. Du. So. Du kriegst ein Sattel. Aber, so, ich werde dich jetzt noch nicht. Okay, ich brauche Lehm. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal den Lehm holen. Halt, so, und, oh Gott. Ich weiß, dass man das anders machen kann. Das ist mir alles klar. Es gibt da so ein paar Tricks, das kann man alles tun. Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal tun. Vielleicht jetzt gleich. Man kann nämlich. So. Ich kenne das. Oh, hallo. Kleine Höhle. Oh. Da war Obsidian, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. So. Okay. Na komm schon. So, okay. Dich habe ich geplündert. Da. Da haben wir Lehm und da haben wir Lehm und wir haben noch eine ganze Menge Lehm. Das ist dein Lehm.
Doch. Schade, das geht so nicht. Ich brauche eine tiefe Stelle. Ja, eine tiefe Stelle. Sowas wie. Hier. So, da. Das geht. Das geht. Da. So, das geht. Und Essen geht auch. Und das geht. So, habe ich hier noch was? Ja, da. Da drüben ist noch Lehm. Den nehmen wir noch mit. So. So. Warum sieht der Lehm hier so komisch aus? So. Komm. Hey. Da ist auch Lehm. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir sind gut genährt. Wir können uns das erlauben. Hopp. So. Hey. Habe ich hier gerade? Ha. Kam mir so vor als. Okay. Irgendwo da hinten habe ich noch was gesehen. Ja, da. So, es ist mir echt ein bisschen plündern hier. Ach, gibt es was Neues? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich glaube, die Gemüter haben sich seit dem letzten großen Rush da. Oh, das ist ein Riesenlehmvorkommen hier. Wow. Oh, wow. Dich will ich aber sowas von haben, ey. Wow. Halt. So. So, noch mehr? Ja. Okay. Ha. 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 Hey! Wasser! Okay, warum nicht? Ist beleuchtet. Macht doch auch nichts. Hat was. Oh, da ist noch, da ist noch Lehm. Den will ich noch. So. Okay, seit dem letzten großen Debakel da mit Versionsnummern und Meinungen verschiedenster Leute dazu, nein, es gab nichts mehr. Nein, es hat sich soweit eigentlich auch wieder beruhigt, glaube ich. Und ja, das ist jetzt nicht mehr so. Na, also, wir können jetzt, oh Gott, es wird dunkel. Wir können da jetzt getrost, glaube ich, uns wieder ein bisschen beruhigen.